Scheiße. Oh, ich krieg sofort Gänsehaut. Fuck. Oh, bitte. Scheiße. Oh nein. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Max, Max. Lauf, 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 bitte. Schneller. Du kannst rennen, Mädel. Scheiße. Deswegen. She can't die. She can't. Oh, das ist das Schlimmste hinterherlaufen, was ich bis jetzt weiß. Not again. Not now. Nicht reden. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Los, lauf, 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 nicht gucken. Lauf, bitte. Umwege laufen wie in den Kackvögeln. Aber sie kann nicht rennen. Rein, 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 schnell. Yes. Nur ein Stückchen zurückspulen, bitte, bitte, nur ein Stückchen. Kate. What are you doing here, Max? Bleib hier. Don't come near me. Not now. Won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. Komm bitte. I always feel like you really bitte. Listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Yeah, komm bitte, Kate. Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. I care about you because I believe you were drugged. We will find out who did this and make them pay. You sound so persuasive, Max. If only. Kate, I believe you. Will you believe me? Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. Morty on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance. Oh, ich glaube, ich habe was Fehler gemacht. Scheiße. That's the only way we can win against them. Fuck. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. Oh, God. You're my friend. Oh, God.
Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Was? Warum? Nobody. Nein. Oh, der Vater. Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh Gott! Scheiße. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen. As our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Oh Gott. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? Okay, jetzt haben wir ihn in die Tonne geschmissen. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinary measures for you. Kann ich das bitte zurückspulen? Sofort? There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. Nein, nein, ich will das zurück. Ich war gerade sagen, ich will das zurückspulen. Hallo? Alter Lachs. Gucken wir uns einfach mal alle drei Varianten an. Als nächstes hauen wir Nathan in die Tonne. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit.
Something happened to her, and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? You can't. She's smoking and selling dope, not saving lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Finde ich nicht korrekt. Es ist alles scheiße. Ich sag ja, diese Entscheidungen und Konsequenzspiele, sie machen mich fertig. Sie machen mich einfach fertig. Er hat sie ja nicht gemobbt. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Shh. Are you gonna take this junkie's word over your security officer? I know she smokes and deals marijuana. That has nothing to do with Kate. Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say. Excuse me. I think Max and Nathan need a break. Das ist alles scheiße. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm. Weil ich am Anfang die Fresse gehalten habe, denkt er jetzt, ich lüge, weil es bei Nathan mit der Waffe. Wenn ich David anhaue, gerade sagen, egal ob ich David oder Nathan anhaue, sie kommen immer wieder darauf zurück, dass ich halt gesagt habe, dass der Joint von Max, also ich. Wenn ich Mr. Jefferson anhaue, dann verliert er seinen Job wahrscheinlich. Also haue ich mich jetzt weiter in die Pfanne? Oder sorge ich dafür, dass jemand seinen Job verliert? Miss Caulfield. Why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Ich kann die Zeit zurückdrehen und alles ist scheiße. Das ist, mit Jefferson ist die Wahrheit. Das ist ja so passiert. Und er hat halt auch einen Fehler gemacht. Eigentlich hat er den Fehler gemacht. Die beiden können mich halt mega in die Pfanne hauen. In die Pfanne rauchen, genau. In die Pfanne hauen wegen anderen Dingen. Eigentlich hat er wirklich den Fehler gemacht. Ja, sie hat geweint und er hat sich nicht darum gekümmert. Er hat sich um das Video nicht gekümmert, er hat sich nicht darum gekümmert, dass es ihr gut oder schlecht geht. Er hat eigentlich gar nichts gemacht, sondern hat einfach nur zugesehen, wie seine eigenen Schüler sie weiter terrorisieren, anstatt ihr zu helfen, was er als Lehrer eigentlich hätte tun müssen. Es tut mir leid. I saw Mr. Jefferson talk. Entschuldigung, aber es tut mir wirklich leid, weil er hat wirklich den Fehler gemacht. Other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm. Wie gesagt, sorry. Er hätte als Lehrer eingreifen müssen. Er hat als Lehrer dieses Video bestimmt gesehen und hätte was tun müssen. Er hätte Bescheid geben müssen, er hätte dem Principal da Bescheid geben müssen, er hätte einem Schulpsychologen Bescheid geben müssen und sich um sie kümmern müssen. Er hat es aber nicht gesagt. Er hat nichts gesagt, er hat nichts gemacht. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in.
Alter, Lachs. Wir haben es geschafft. Ich wusste, dass Kate sterben kann, weil ich es in einem Let's Play gesehen habe. I couldn't believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause, like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Alter Lachs, ey. Also wie gesagt, ich wusste, dass sie sterben kann. Ich habe es im Let's Play gesehen. Und der Let's Player hat daraufhin das ganze Kapitel nochmal neu gespielt und hat versucht, sie zu retten und hat es dann auch geschafft. Und ich habe gesagt, ich möchte das in einem Durchlauf schaffen. Klar, das war jetzt so ein bisschen vorhersehbar, weil ich halt wusste, dass sie sterben kann. Deswegen habe ich halt geguckt, dass ich mich nach Möglichkeit um sie kümmere. Jetzt ist natürlich Mr. Jefferson weg. Vielleicht hätte der uns im späteren Verlauf irgendwie helfen können. Keine Ahnung. Aber es würde mich nicht wundern, aber es ist halt, wie gesagt, es ist Entscheidung und Konsequenz. Es ist egal, was ich tue. Es wird immer auf die Waagschale gelegt und einerseits wird es schlecht laufen, andererseits wird es gut laufen. Und es wird immer beides passieren. Es wird immer in einer Situation wird es immer schlecht sein, in der anderen Situation wird es immer gut sein. Das ist der Grund, warum mich diese Spiele so unsagbar fertig machen. Weil es ist dieses, dadurch entsteht halt dieses Gefühl, egal was du machst, egal was du machst immer einen Fehler. Es gibt keinen hundertprozentig richtigen Weg. Und das ist einfach so. Das ist einfach so dieses typische Leben. Egal was du machst, Entscheidung und Konsequenz. Wenn du dich entscheidest, musst du mit der Konsequenz leben. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte das wirklich so sagen, wirklich dieses Entscheidung und Konsequenz. Das ist es einfach. Und das macht mich, ey, das macht mich, wie gesagt, ich bin so froh, dass wir es geschafft hatten. Und das irritiert mich immer noch. Kelly, Rachel. Kate. Jetzt ist es die Frage. Jetzt ist wirklich die Frage. Wer ist das? Und es wird irgendwann der Moment kommen, da werde ich es blind spielen. Und das wird ab Mitte des nächsten Kapitels sein. Weil ich das Let's Play irgendwie nur bis Kapitel 3 geguckt habe. Und ab dann habe ich nicht mehr diesen Vorteil, den ich jetzt hatte.
aber es war mir wichtig, dass Kate überlebt. Und ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Und ich bin so verdammt froh, dass wir es geschafft haben, dass sie von dem Teil runterkommt. Ich dachte zwischenzeitlich echt, sie springt gleich. Ich dachte echt, dass sie gleich einfach springt und dann ist es vorbei und dann hätte ich wirklich, dann hätte ich mit der Konsequenz leben müssen. Und ich weiß einfach, warum Life is Strange als eines der besten und großartigsten Spiele seit langem gilt, weil es einfach, egal was ist, bei jeder Entscheidung, du bist einfach nur am unsagbar mitfiebern und du weißt, wenn du mehrere Entscheidungsauswahlen hast und dann guckst du dir im Prinzip wirklich alle an und du weißt, irgendjemanden haust du immer in die Pfanne, irgendwas geht immer schief und irgendwas passiert immer, dass du dann denkst, scheiße. Ich sagte ja am Anfang dieser kurzen Aufnahmesession jetzt, ich habe jedes Mal Angst. Wenn ich spiele, habe ich jedes Mal Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin auch unglaublich froh, dass wir das jetzt endlich weiterspielen, dass ich jetzt nach und nach im Prinzip die ganzen offenen Sachen jetzt fertig mache, weil es mit dem Parallellaufen, das funktioniert nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich jetzt im Urlaub noch ein bisschen mehr aufzunehmen, weil ich jetzt einfach die Zeit dafür habe. Aber ich kann es halt echt nicht versprechen. Also wenn ihr auf einmal mehr auf dem Channel seht, wisst ihr Bescheid. Dazu kommen halt noch zwei große Veranstaltungen, auf denen ich sehr viel filmen werde. Aber das ist echt, das Spiel macht mich fertig. Und ich hoffe einfach nur, dass wir das irgendwie gut durchkriegen. Ohne Probleme. Wir haben eine Menge Probleme. Wir haben jetzt schon eine Menge Probleme am Arsch. Oh. Und wir haben uns ja mit David gerade auch noch unterhalten. Und er klang halt, ich persönlich finde, er klang halt wirklich so, als würde er sich wirklich Sorgen um die Leute machen, dass er sie in Anführungszeichen deshalb stalkt, weil er möchte, dass es allen irgendwie gut geht. Oder dass, wenn jemandem was passiert, wie mit Rachel, dass er das nachvollziehen kann, was passiert ist. Deswegen jetzt im Nachhinein betrachtet, finde ich die Idee, vielleicht mit den Kameras auf dem Schulgelände, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil wenn da wirklich jemand ist in der Kamerazentrale, der dann guckt, dann hätte er sehen müssen und das frühzeitig, dass Kate aufs Dach geht. Er hätte vielleicht gesehen, wenn Rachel was passiert ist auf dem Schulhof. Vielleicht hätten sie auch einfach dann gesehen, dass Nathan eine Waffe hat. So im Nachhinein betrachtet ist es halt... Ah, das ist es halt. Das ist halt das, was dieses Spiel in einem auslöst. Du blickst zurück und denkst dir so im Nachhinein, hätte ich es anders gemacht. Und das ist halt wie im echten Leben. Da hat man auch manchmal Entscheidungen getroffen, wo du dir denkst, also jetzt so im Nachhinein, ich hätte das anders gemacht. Jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt von meinem jetzigen Stand habe, hätte ich es anders gemacht. Das ist der einzige Vorteil bei Life is Strange ist, du kannst es einfach nochmal spielen. Und kannst es dann wirklich anders machen, so wie du es gerne möchtest. Das funktioniert einfach im richtigen Leben logischerweise nicht. Oh Mann, ich bin echt gespannt, was uns jetzt im Kapitel 3 erwarten wird. Boah. Ich sage, dieses Spiel macht mich fertig. Und ich bin eigentlich echt froh, dass ich jetzt... Ich kenne das Ende nicht. Deswegen bitte spoilerfrei und so. Ich glaube, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Und ich weiß auch nicht... Ich habe so Angst vor dem Ende. Also wenn ich irgendwann am Ende nur noch ruhig bin und dann kommt auf einmal ein Voice-Over, dann wisst ihr Bescheid. Dann ist vorbei.
Alter Lachs, ey. Es ist ein unglaublich klasse Spiel. Wie gesagt, ich habe von Before the Storm habe ich halt auch so, ich glaube, die ersten zwei Kapitel gesehen. Also ich habe immer nur die Anfänge gesehen und habe dann aufgehört, weil ich mir halt auch dachte, du spielst es ja auch noch selber. Und willst du dann das Ende wissen? Ich weiß das Ende teilweise, also in Anführungszeichen. Ich habe keine richtigen Spoiler bis jetzt mitbekommen, sondern halt immer nur so Hinweise. Und das macht mir irgendwie echt Angst. Ah, ich bin so... Es ist so eine Mischung aus gehypt sein und Panik schieben. Ich glaube, das ist so die richtige Konstellation, was man dazu sagen kann. Ich bin mega gehypt von dem Spiel, aber ich habe auch einfach total Schiss, weiterzuspielen, weil ich Angst habe, die falschen Entscheidungen zu treffen. Okay, jetzt wird's spannend. Du hast Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen. Du hast Kate gesagt, sie soll noch auf Beweise warten. Ja, das Warten hat sie halt wahnsinnig gemacht. Du hast Kate Anruf angenommen, das war richtig, ja. Du hast versucht, Frank zu erschießen. du hast Kate das Leben gerettet. Das ist gut. So, die meisten haben Nathan beschuldigt. Das Problem ist halt wirklich daran, dass ich Nathan beschuldigt habe, dass, da habe ich wirklich den Fehler wirklich gemacht. Dass mit Nathan, ich hätte Nathan beschuldigt, hätte ich dem Principal am Anfang gesagt, dass er die Waffe hätte. Das ist es einfach, weil er hat gesagt so, erst sagen sie, es ist nichts passiert und jetzt sagen sie, er hatte auf einmal eine Waffe. Warum haben sie das gestern nicht gesagt? Und das war mein Fehler. Hätte ich am Anfang an gesagt, er hätte eine Waffe, klar, er hätte mir immer noch gedroht, er hätte mir immer noch mit, was weiß ich, immer gedroht, er hätte mich immer noch gemobbt und hasse nicht gesehen. Tut er ja so oder so. Aber wenn ich da in dem Moment nochmal gesagt hätte, dann hätte ich hundertprozentig Nathan beschuldigt, weil dann hätte ich den vorherigen Beweis, dass ich gesagt hätte, er hat eine Waffe gehabt. Jetzt habe ich Mr. Jefferson beschuldigt, weil er meines Erachtens seinen Pflichten als Lehrer nicht nachgekommen ist. Düdüm. Ja, so viel dazu. Wir brechen in die Schule auf. Chaos Theory. Ja, das wird dann das nächste Kapitel sein, die Chaos Theory. Das Thema Chaos Theory wurde ja am Anfang schon mal angesprochen, halt dieses Prinzip. Hier schlägt ein Schmetterling mit den Flügeln und in Indien passiert ein Tornado. So nach dem Motto. Das ist eine ganz grobe, dumme Zusammenfassung. Was das Thema Schmetterlingseffekt oder Chaos Theory halt super darstellt, finde ich persönlich, ist wirklich der Film Butterfly-Effekt. Der ist echt hart ab gewissen Stellen. Und aber der bringt einen so krass zum Nachdenken. Also, den kann ich echt nur empfehlen. Gut, es ist Nacht in Blackwell. Und da sage ich jetzt auch mal ganz dreist, euch noch einen wunderschönen, entspannten Tag. Viel Spaß euch noch und wir sehen uns dann in Kapitel 3 von Life is Strange. Bis dahin, tschüss.